Hallo liebe Freunde der Gartengestaltung, mein Name ist Ralf Damasch, ich bin Landschaftsgärtnermeister und ich würde euch ganz gerne heute mal das Findlingssortiment der Firma Golkes Natursteinhandel vorstellen. Wenn man das Wort Natursteinhandel liest, dann denkt man natürlich unweigerlich an Findlinge. Logischerweise, weil das macht natürlich auch einen Hauptteil eines Lagers in einem Natursteinhandel auch aus. Weil Findlinge einfach unweigerlich viel benutzt werden im Garten. Ob sie einfach nur als Böschungsfänger verwendet werden, als Dekorationselement, teilweise heutzutage eben auch als Sitzgelegenheiten eben in eine Mauer integriert. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ein ganz großes Hauptaugenmerk ist natürlich auch, diese Findlinge durchbohrt als sogenannte Sprudelsteine zu verwenden. Dann gibt es solche Schaumdüsen, die man dann einfach komplett versenken kann und er sprudelt dann entweder selbstständig alleine irgendwo in einer Brunnenanlage oder integriert in einer Teichanlage. Das sieht natürlich alles jetzt sehr, sehr gewaltig aus, aber ich glaube, an den kleinen Steinen hier vorne kann man schon sehr deutlich sehen, dass es natürlich mit winzig kleinen Steinen anfängt und eben hochgeht bis zu sehr großen bis übergroßen Findlingen. Also das Sortiment hier am Ort ist deutlich größer, wie man glaubt. Und ich kann allen nur empfehlen, wenn er einen bestimmten Findling sucht oder eine Findlingsgruppe, dann soll er einfach von dem Videoangebot mal Nutzen ziehen. Er sollte sich auf der Website einfach einklinken, seinen Namen hinterlassen, einen Termin machen und dann geht ein Mitarbeiter hier mit einer Videokamera dran lang und man kann sich das gesamte Sortiment einfach mal angucken. Und wenn was dabei ist, dann kann man sich natürlich schön direkt im Video was raussuchen oder reservieren und parallel besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man wiederum einen Termin macht, einen Besichtigungstermin und sagt, komm, 3, 4 habe ich im Video gesehen und den würde ich mir ganz gerne mal live vor Ort angucken. Und ich kann wirklich nur sagen, man wird hier in diesem Angebot auf jeden Fall fündig. Was man vielleicht auch mal zusätzlich erwähnen sollte, ist einfach, dass jeder Findling, den man hier findet, auch vor Ort gebohrt wird. Ob jetzt so ein kleiner mit einer großen Bohrung, damit man auch eine Pflanze da drin integrieren kann, das ist die eine Möglichkeit. Aber auch eben exotische Sachen wie zum Beispiel Glaskörper, die dann durchgebohrt werden, die dann entweder von unten nochmal beleuchtet werden können oder wo dann gleichzeitig auch noch Wasser rausstrahlt. Also da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Vielleicht auch ein ganz besonderer Hingucker, weil eben hier vor Ort der Stein vorhanden ist und gleichzeitig an der Stelle gebohrt werden kann, wo man ihn auch gerne gebohrt haben möchte. Ich hoffe, dieser kleine Beitrag hat euch gefallen und ihr habt etwas mehr noch Geschmack gefunden an Natursteinen oder ihrer Gestaltung. Und dementsprechend möchte ich euch einfach bitten, guckt euch nochmal die anderen Videos eventuell an oder aber abonniert doch einfach mal die Firma Golkes, dann seid ihr eigentlich in diesem Bereich immer auf dem Laufenden.